Hallo, ich bin's, euer Klaus. Heute erfahre ich in meinem Klimapraktikum, warum gesunde Böden gut fürs Klima sind. Und was Nestle und ihre Partner dafür unternehmen. Lutz! Hi Klaus. Lutz, was passiert, wenn die Erde Fieber bekommt? Die Ackerböden verstoffwechseln dann mehr Kohlenstoff zu CO2. Dadurch geht uns fruchtbarer Boden verloren und die Erde erwärmt sich dadurch noch mehr. Ah, verstehe. Und wie bleibt dein Ackerboden gesund? Meine Oma hat ja immer gesagt, für alles ist ein Kraut gewachsen. Da hat sie vollkommen recht. Hier wird zum Beispiel Luzerne angebaut. Die sorgt dafür, dass der Boden aufgelockert wird und Wasser und Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten den Pflanzen zur Verfügung gestellt werden. Und warum ist das gut fürs Klima? Naja, weil der Boden ganzjährig bedeckt ist und somit der Humus erhalten bleibt. Ich liebe Humus. Nein, nicht den Humus. Ich meine den Humus mit einem N. Der besteht aus toter organischer Substanz, so wie toten Pflanzenresten, Pilzen und Bakterien. Okay, das will ich lieber nicht essen. Sollst du auch gar nicht, denn den brauchen wir, damit die Böden fruchtbar bleiben. Ah, und kann ich diese Luzerne essen? Theoretisch ja, denn sie ist eine super Proteinquelle und alternativ kannst du sie auch in den Boden einarbeiten. Dadurch wird eine Art grüner Dünger produziert, der dafür sorgt, dass wir in der nächsten Kultur deutlich weniger Kunstdünger benötigen. Also, wir merken uns, Luzerne sind zwar gut für Bodengesundheit und für das Klima, aber Humus schmeckt mir immer noch am besten.